Ja, hallo Trading-Freunde, ich grüße euch, Dieter Hirsch hier, einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich möchte euch mal ganz kurz ein Update geben, wie weit ich jetzt mit der Trading-Video-Wall bin. Und ja, sie ist fast fertig, sage ich mal so. Ich betone auch fast, ein paar Tage brauche ich noch für das ein oder andere Feature. Und ja, ich kann euch mal sagen, wie weit ich jetzt ungefähr schon mal bin. Das ist die Hauptseite natürlich, die habt ihr ja schon gesehen. Jetzt habe ich hier zum Beispiel die Trading Basics schon mal mit angefangen, das Grundwissen mal mit reingebracht. Klicken einfach mal drauf, entweder hier oder hier. Und da haben wir theoretisches Hintergrundwissen, Einführung in den MetaTrader 4 für technische Fragen und dementsprechend die Trading-Grundlagen und Indikatoren und dann Webinar-Aufzeichnungen. Das sind jetzt nicht unbedingt Webinare von mir, sondern Webinare, die ich gefunden habe oder Webinar-Aufzeichnungen, die ich gefunden habe, die ich für qualitativ hochwertig halte, die ich euch empfehlen kann, mal kostenfrei anzuschauen. Das Ganze, was ihr jetzt hier seht, ist natürlich völlig kostenfrei für unsere Teilnehmer aus der Trading-Gruppe. Und ja, theoretisches Hintergrundwissen, Geschichte der Börse, wie entsteht der Kurs, was ist Forex, was sind Aktien, was sind CFDs, was ist Margin, Finanzierungskosten, Spread, Long, Short, was sind Market Maker, Liquidität, was ist eine Option, also damit ist das nicht binäre Option gemeint, sondern wirklich eine Option. Und was sind Futures zum Beispiel? Das wird der eine oder andere auch vielleicht mal interessieren, das sich mal anzuschauen. Und ja, wenn man jetzt mal hier zum Beispiel auf ein Video klickt, dann kommen wir hier auf eine YouTube-Seite und sehen dann dementsprechend hier die jeweiligen Videos. Das muss ich aus rechtlichen Gründen so machen, weil das ja nicht alles von mir gemachte Videos sind. Ich wollte die jetzt dementsprechend nicht aus rechtlichen Gründen nicht auf diese Webseite einbinden. Deswegen sehen die Felder dementsprechend auch alle so aus. Und so ist das rechtlich dann dementsprechend auch einwandfrei. Dann haben wir hier noch die Einführung. Im MetaTrader 4 sind wichtige Sachen wie zum Beispiel die Erklärung der Toolbar oder wie benutze ich zum Beispiel oder welche Möglichkeiten habe ich mit dem Expert Advisor oder wie füge ich heruntergeladene Indikatoren ein, wie richte ich überhaupt mein MetaTrader 4 erstmal richtig ein, das sind die beiden Videos dafür. Welche Orderarten gibt es im MetaTrader 4, Limit Orders, Pending Orders und Einstellungen, wie speichere ich zum Beispiel meine Templates ab und so weiter und so fort. Und wenn man dann weitergeht, dann haben wir hier Trading-Grundlagen. Und da ist es ganz wichtig, dass ihr euch als allererstes mal anschaut, was ist Trading überhaupt, worauf kommt es beim Traden an. Das ist ganz, ganz wichtig und ein sehr qualitativ hochwertiges Video, was ich da gefunden habe. Das sind alles deutschsprachige Sachen und ich werde mal später schauen, dass ich das in mehreren Sprachen halt die Videos dann hochlade bzw. heraussuche quasi. Und dann hier Forex-Grundlagen, Pips, Lots und Hebelwirkungen und technische Analyse im Online-Trading, Positionsgrößenberechnung, sprich Money-Management, welche Money-Management-Ansätze gibt es, das ist auch ganz wichtig. Chartarten zum Beispiel, da habe ich dann hier mit, sind halt deutsche Videos und auch ein englisches Video, weil da habe ich jetzt über Heiken Aschi Candlesticks komischerweise kein deutsches Video gefunden bei YouTube. Ansonsten werde ich mal selber eins machen müssen, denke ich mal. Und dann haben wir hier noch Indikatoren, das sind natürlich Standardindikatoren, aber da kommen noch welche dementsprechend hinzu. Wie gesagt, baut sie alles erstmal noch auf, nur dass ihr dann dementsprechend auch schon mal starten könnt, werde ich Mitte der Woche dann dementsprechend schon mal die Seite hochladen. Ich muss noch eine Domain dafür kaufen und dann geht das sofort online. Dann unter Strategien werde ich dann dementsprechend hier, ist jetzt noch nicht aktiv, kommt man noch auf einer anderen Seite, werde ich halt verschiedene Forex und allerdings auch binäre Optionsstrategien präsentieren, die nicht nur von mir sind, sondern auch von anderen Teilnehmern, wo ich der Meinung bin, okay, das kann man gerne mal ausprobieren, das hört sich interessant an und das sollte auch funktionieren dann dementsprechend auch. Also es wird jetzt für binäre Optionen jetzt nicht so eine Trendstrategie, wo man hier Trader Choice benutzt und so weiter. Also schon qualitativ hochwertige Strategien kommen damit rein. Und der Vorteil dieser Trading-Video-Wall ist einfach, die ja dann dementsprechend in der Facebook-Gruppe oben platziert wird oder fixiert wird, ist einfach, dass wir die Workshops dementsprechend, die Live-Workshops, wo wir Live-Trading betreiben, dass wir diese Basics dann quasi jetzt nicht mehr in den Workshops besprechen müssen, wo wir dann, ja, ich sag mal, so ein bisschen mehr an Qualität bekommen oder reinbekommen in diesen Workshops dementsprechend, obwohl ich der Meinung war oder bin, nach wie vor bin, dass das trotzdem noch schon eine gute Qualität ist.
was wir dort bieten, von den Informationen jetzt her gesehen. Aber es ist halt so, wir haben jetzt, wenn ich jetzt überlege, letzte Woche 743 Mitglieder gehabt und jetzt sind wir schon bei 780 Mitglieder, also es kommen jeden Tag neue Mitglieder dazu, unter anderem auch Einsteiger. Und wenn die natürlich an unseren Workshops, Live-Workshops dann später teilnehmen, werden dort auch Fragen aufkommen. Und damit wir dann halt uns nicht immer an diesen Basic-Fragen aufhalten müssen, habe ich halt diese Trading Wall, Video Wall gegründet oder gebaut, um dann dementsprechend zu sagen zu können, okay, diese Fragen können wir jetzt hier in diesem Workshop nicht klären, schaut euch bitte auf der Trading Video Wall das und das Thema an, zu dem Video zum Beispiel, ja, und dann wird das Ganze dementsprechend erklärt, sodass wir da auch dementsprechend wirklich weiterkommen. Ja, von dem Preis her, 1,67 wird es wohl so sein, pro Stunde inklusive Mehrwertsteuer, super, super günstig ist das, also wer da noch meckert, den kann ich dann auch nicht mehr helfen. Und das werden auf 3 Stunden pro Workshop ungefähr berechnet. Das heißt, ihr werdet pro Workshop ungefähr 5 Euro inklusive Mehrwertsteuer, inklusive aller Kosten, die wir mit dieser Software dann haben, dementsprechend einen fairen, sehr, sehr fairen Preis bekommen. Und ich denke mal, dass wir uns da wirklich drauf freuen können. Gut, die Abbuchung wird nach wie vor noch über Devisen-Brokervergleich sein. Ich muss das mit dem Frank noch eben abklären, wie sicher das jetzt dementsprechend ist, dass die Seite auch online bleibt, wegen dem ganzen Vorfall von letztem Mal und mit dem Hacker und so weiter. Und dann können wir da langsam auch durchstarten mit den Live-Workshops dementsprechend. Aber ihr habt ja sowieso jetzt hier erstmal der ein oder andere ziemlich viel zu tun, sich da ein bisschen weiterzubilden. Ihr werdet von mir keine Aufforderung kriegen, schaut euch diese Workshops an, schaut euch diese Videos an, sondern das ist wie beim Selbststudium, ihr müsst selber dann entscheiden, was muss ich lernen, was will ich lernen. Diese Sachen, die hier drin stehen, würde ich empfehlen, sich mal wirklich alle anzuschauen. Und denn bei den Grundbegriffen geht es wirklich, was ist Margin zum Beispiel, was sind welche Finanzierungskosten, was ist Long Short, was sind Derivate zum Beispiel, das ist ganz, ganz wichtig. Was sind Indizes, was ist der Devisenhandel überhaupt, also auch wenn sich das so einfach anhört, man vielleicht sagt, okay, ich weiß ja schon, was Devisenhandel ist, man sollte sich das anschauen und dann glaubt man gar nicht, wie viel Hintergrundwissen man zusätzlich noch bekommt, was man vielleicht vorher nicht ganz wusste. Und wie gesagt, ich bin jeden Tag dabei, auf YouTube dementsprechend noch weitere deutschsprachige Videos herauszufinden, erst recht auch bezüglich verschiedener Indikatoren. Und weil hier sind ja erstmal nur die Grundbasics drin. Ja, das soweit dazu. Und ich freue mich schon darauf, wenn das Ding online ist. Ich denke mal Mitte der Woche. Dann sollte ich den Rest auch fertig haben. Und wie gesagt, es kommen immer wieder neue Videos dazu. Deswegen steht auch hier dementsprechend ein Risikodisclaimer bezüglich externer Links. Und besuchen Sie uns deshalb regelmäßig. Ja. Ne? Das soweit dazu. Okay. Das soweit zum Update, wie es aussieht mit der Trading Video Wall, dass ihr auch wisst, wo ihr dran seid und wie weit das Ganze ist halt dementsprechend. Ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, mein Name ist Dieter Hirsch und bis denne.